Die Entscheidung für den Abriss der Kunsthalle ist schon lange gefällt worden. Und auch die Entscheidung, ein neues Gebäude für die Kunsthalle an dieser Stelle zu bauen, ist schon lange gefällt. Es ist also zu spät. Aber ist es nicht immer schon zu spät für einen Protest? Haben wir uns nicht schon lange daran gewöhnt, dass Proteste immer zu spät kommen, weil Entscheidungen, die wir mitbestimmen könnten, immer schon an Orten getroffen werden, wo nicht unsere, sondern andere stadtpolitische, machtpolitische und wirtschaftliche Interessen den Ton angeben? Warum also protestieren, wenn es eh schon zu spät ist? Eben gerade deshalb. Wir protestieren, gerade weil Protest machtpolitisch keine Rolle mehr spielt. Und gerade weil all die Stimmen, die zumindest in der Kölner Kunsthalle noch hier und da einen Ort hatten, keinen Einfluss auf sogenannte politische Entscheidungen mehr haben. Wir protestieren gegen die Chancenlosigkeit vom Protest und dennoch und trotzdem gegen den Abriss der Kölner Kunsthalle. Was wir hier machen, ist eine Überraschungsdemonstration. Eine Erinnerung an eine Form von Demonstration, die aus den 60er Jahren stammt, aus einer Zeit, in der auch diese Kunsthalle entstand. Damals war die Kunsthalle ein Ort, an dem sich viele, nicht nur künstlerische Ereignisse, abgespielt haben. Sie war eine wichtige Plattform für überraschende Öffnungen, für Deplatzierungen und für Aktionen, aus denen sich dann später das entwickelt hat, was man heute Kölner Kunstszene nennt.